Das Zwergennest von Johann Karl August Musäus, gesprochen von Jasmin Stab. Es war einmal ein Weber, der von den Kaufleuten in der Stadt Seide und Wolle bekam, aus denen er zu Hause auf seinem Webstuhl schöne Stoffe zu fertigen wusste. Da ihm das Leben in der Stadt selbst bei der ärmlichsten Kost und der schlechtesten Wohnung für sein bisschen Verdienst zu teuer gekommen wäre, so hatte er sich nach einer Wohnung außerhalb umgesehen und endlich eine gefunden, die ihn, wenn auch nicht sehr bequem oder schön aussehend, gegen heftigen Regen und Wetter schützte. Diese Wohnung stand in der Nähe eines benachbarten Dorfes und war eine baufällige, schlechte Hütte, die an ein altes Gemäuer angebaut war. Von dem Gemäuer sagte man, dass es in uralten Zeiten ein Gefängnisturm gewesen sei und zu einer weitläufigen Burg gehört habe, deren Ruinen man noch auf einem benachbarten Fels sah. An diesen Gefängnisturm hatte früher der Schäfer des Ortes aus alten Balken und schlechten Brettern ein kleines Haus gebaut und darin gewohnt, um seine Schafe zu beaufsichtigen, die sich gern zwischen den alten Mauern herumtrieben und denen das saftige Gras zwischen den schwarzen, halb verbrannten Steinen gut zu schmecken schien. Doch hatte der Schäfer hier noch nicht lange gehaust, als ihn unbedenkliche Umstände zwangen, seine kleine Wohnung zu verlassen. Oftmals nämlich, mitten in der Nacht, geriet seine Schafherde, die sich teils um seine Hütte, teils in dem alten Schlosshof verteilt hatte, in eine solche Verwirrung und solchen Aufruhr, als seien ein Dutzend Wölfe unter sie hineingeraten. Die armen Schafe plögten jämmerlich und trieben in einer wahren Todesangst auseinander, dahin und dorthin, wo ihnen eben gerade eine Öffnung in den Mauern des alten Schlosses den Durchgang gestattete. Alsdann musste der Schäfer aus Leibeskräften rufen und pfeifen, trotzdem kam keins von den sonst so folgsamen Tieren, das seiner Lockung Gehör gegeben hätte, zurück. Vielmehr sahen diese in ihrer Angst nicht auf den Weg, den sie nahmen, und da kam es dann nicht selten vor, dass sie zwischen die Felsen stürzten und jämmerlich umkamen. Die Hunde des Schäfers, die bei Tage schon manchmal den Wolf tüchtig zerzaust und zurückgetrieben hatten, zogen bei diesem Spektakel, der mitten in der Nacht losging, ihre Schwänze ein. Sie heulten vor Angst und waren weder durch Prügel noch gute Worte in der Lage, die Schafe zurückzubringen. Der Schäfer, gerade auch nicht der furchtsamste Mensch, war über diesen Verlust seiner Schafe in Verzweiflung und deshalb sehr wachsam, so oft das Spektakel wieder anfing, was meistens in einer Vollmondnacht geschah. Und obgleich es dann so hell war, dass er seine ganze Umgebung überblicken konnte, so sah er doch nie das Geringste, weder Wölfe noch böse Menschen, die seine Schafherde in Unordnung hätten bringen können. Wohl aber meinte der Schäfer, wenn er so zwischen den unruhigen Tieren hin und her lief, als höre er bald hier, bald dort ein leises Lachen oder den Jagdruf »Hallo, hallo«, wie ihn die Jäger ausstoßen, wenn sie das Wild in den Wäldern vor sich herjagen. Nachdem der Schäfer mit mehreren Leuten des Dorfes, die beim Verlust ihrer Schafe anfangs den Hirten selbst in Verdacht hatten, viele Vollmondnächte gewacht und diese alles mit eigenen Augen gesehen und den Ruf mit eigenen Ohren gehört hatten, waren sie sich darüber einig, dass es die Zwerge seien, die schon seit undenklichen Zeiten in den benachbarten Felsen und Gründen wohnten und hier zum Schaden der Menschen auf eigene Faust ein Jagdvergnügen veranstalteten. Es war nicht das erste Mal, dass die Zwerge hervorkamen und den Menschen durch ihre Spiele und Streiche so offenbaren Schaden zufügten. Gesehen hatten sie alte und auch jüngere Leute schon häufig, besonders die, welche auf die naheliegenden Orte zum Jahrmarkt gingen oder sonst in der Umgebung Geschäfte hatten.
Diese Leute mussten gewöhnlich an kleinen grünen Waldtälern vorbei, die mit frischem grünen Moos bedeckt, von uralten Bäumen umgeben waren. Stand in der Mitte eines dieser Plätze ein einzelner großer Baum, dessen weit ausgestreckte Zweige eine Art von Laubzelt bildeten, so war solch ein Ort der Sammelplatz der Wichtelmänner, und sie kamen hier bei dem ersten Strahl des Mondes, der über die Berge stieg, scharenweise zusammen, um ihre Tänze auszuführen. Schon oft erzählten alte Jäger, die sich bei Verfolgung eines Hirsches noch spät in der Nacht an einem solchen Platze genähert, da sie die höchst wunderbaren Spiele der Wichtelmänner gesehen und erzählten von den zierlichen hohen Sprüngen, dem allerliebsten Tanz und den pfeilschnellen Wendungen der kleinen Zwerge und Zwerginnen. Nur musste sich solch ein unberufener Zuschauer so still wie möglich verhalten und gut verborgen sein, damit ihn das scharfe Auge der Zwerge nicht erspähte, denn sonst hörten diese oft mitten im Tanze auf, verschwanden und rauschten durch die Luft davon, wobei sie ein Geräusch machten wie ein starker Bienenschwarm, der über ein Blumenfeld hinzieht. Zuweilen passierte es auch einem solchen Neugierigen, der sich gar zu unvorsichtig genähert, dass ihm beim Verschwinden der Elfen von unsichtbaren Händen eine Anzahl unsichtbarer, aber sehr fühlbarer Ohrfeigen verabreicht wurde, so dass er betäubt zu Boden fiel und am anderen Morgen mit braunen und blauen Flecken aufstand. Lange hatten die Elfen so, ziemlich entfernt von den Dörfern, ihr Wesen getrieben. Doch da die Wälder immer mehr und mehr gelichtet und besonders die alten, starken Bäume gefällt wurden, hatten sie ihre Tanzplätze in der Nähe von alten Gemäuern aufgeschlagen, die in steinigem, unfruchtbarem Boden standen und von den habsüchtigen Menschen in Ruhe gelassen wurden. Hierdurch wurde es nun schwerer, den nächtlichen Tänzen der Zwerge zuzuschauen, denn durch das Vertreiben aus ihren Waldtälern waren sie vorsichtiger geworden und tanzten selten dem menschlichen Auge sichtbar. Auch wurden sie durch den Vorwitz der Menschen boshafter, und es gelang selten mehr einem Sterblichen, ihnen unbeachtet und ohne geprügelt zu werden, zuzusehen. Hierdurch war allmählich der Glaube an das kleine Volk verschwunden, und selbst wenn ein neugieriger Bursche am anderen Morgen braun und blau geschlagen erschien und seine Abenteuer mit den Wichtelmännern erzählen wollte, so lachte man ihn gewöhnlich aus und meinte, der Deckel der Bierkanne würde wohl seine Nase blutig geschlagen haben. Nachdem den Besitzern der Herden ein bedeutender Schaden zugefügt war, hielt man es für notwendig, den Wichtelmännern das Feld zu räumen und begriff erst da, dass man sie in ihrem Zufluchtsort, dem einsamen Gemäuer, zufrieden lassen müsse. Der Schäfer verließ demnach seine Hütte und wurde woanders untergebracht. Als die Zwerge ihren Spiel- und Tummelplatz von dem Plöken und Scharren der Schafe befreit fanden, ließen sie die Herden des Dorfes dergestalt gedeihen, dass deren Besitzer für die verlorenen Schafe bald vollkommen entschädigt waren. Mittlerweile stand die Hütte des Schäfers leer, und da sie vor dem schon in nicht sehr wohnlichem Zustand gewesen war, so zerfiel sie immer mehr. Die Fenster waren zertrümmert, Sonne, Mond, Regen und Wind gelangten von allen Seiten ins Innere. Trotzdem hatten sich die Wände, welche aus Rasenstücken bestanden, aufs Beste erhalten, denn sie waren zu einem Ganzen zusammengewachsen. Obendrein war die Hütte in Menge von Sträuchern und Kräutern umgeben, so dass sie von Weitem wie ein grüner Hügel oder wie ein großes Vogelnest aussah und im Zusammenhang mit den Geschichten der Wichtelmänner von den Leuten im Dorf das Zwergennest genannt wurde und die Burg auf dem benachbarten Berg die Zwergenburg. So hatte das Häuschen eine lange Zeit leer gestanden, bis der Weber, von dem ich anfangs erzählte,
nach langen Wanderjahren in seine Heimat zurückkehrte. Da alle seine nahen Verwandten und Bekannten unterdessen gestorben und seine Eltern vor ihrem Tode arm geworden waren, so wollten sich die noch übrigen entfernten Verwandten des armen jungen Mannes keineswegs annehmen, und niemand wollte ihm eine elende Kammer vermieten, wo er seinen Webstuhl hätte aufschlagen und sich von seiner Händearbeit ernähren können. Dies Benehmen hatte noch einen anderen Grund, denn der Vater des Webers, der ein Förster gewesen war, hatte die Tochter eines Köhlers geheiratet, die mit heilkundigen Kräutern sehr Bescheid wusste und deshalb von den Leuten für eine Zauberin gehalten und gemieden wurde, obgleich sie niemandem etwas Böses tat. Von diesem Glauben war auch ein guter Teil auf den Sohn übergegangen, über den die anderen Weiber des Dorfes, als er noch ein Knabe war, schon neidisch waren. Denn wenn ihre eigenen Kinder elend und krank aussahen, so strotzte Konrad, der Sohn des Waldschützen, vor Gesundheit und war das schönste Kind, das man nur sehen konnte. Als er nun auf der Suche nach einer Wohnung war, wurde er von den Menschen im Dorf nicht selten mit rauen Worten abgewiesen. Unter anderem sagte ihm einer, er solle doch zu den Zwergen gehen. Die würden ihm vielleicht mit Vergnügen und für billigen Mietzins das Zwergennest überlassen. Ohne auf diese Spötteleien zu achten, erinnerte sich plötzlich der Weber der kleinen Hütte, in welcher er als Knabe so oft gespielt und die er bei seinem Eintritt in das Dorf mit ihrem grünen Dach und den grünen Wänden gesehen hatte. Ihm kam plötzlich der Gedanke, dass es vielleicht nicht so übel wäre, den aus bösem Herzen gegebenen Rat zu befolgen. Eilig machte er sich daher auf den Weg, öffnete die morsche Tür der Hütte, die ihm anfangs einigen Widerstand leistete, und sah zu seiner großen Freude, dass das Innere des kleinen Häuschens wohl sehr baufällig war, aber mit einiger Mühe und Arbeit sich recht gut wiederherstellen ließe. Sogleich begann er, die Holztrümmer, das Laub und den Staub aus dem Inneren zu entfernen, ging dann in die Stadt, holte von dort einige seiner alten Freunde, die ihres Handwerks Zimmerleute, Glaser und Dachdecker waren, und brachte mit deren Hilfe das Zwergennest bald in eine solche Verfassung, dass es ein stattliches Aussehen bekam und er getrost in demselben seinen Webstuhl aufschlagen konnte. Die bösen Leute im Dorf sahen diesen Anstalten und Zurichtungen mit nicht geringer Verwunderung zu, lachten sich aber dabei in ihr Fäustchen und freuten sich, dass der arme Konrad bald wieder ausziehen würde, sobald die Zwerge von seinem Dasein Kunde erhalten hätten. Obgleich sich der Weber selbst oft der Erzählungen erinnerte, die im Munde des Volkes von dem Zwergennest lebten, so war er doch durch seine vielen Wanderschaften, auf denen ihm nie etwas Unheimliches passiert war, ganz von dem Glauben an dergleichen Wesen abgekommen und dachte in der ersten Nacht, die er in seinem Häuschen zubrachte, an ganz andere Sachen als an das Erscheinen der Zwerge, die kommen könnten, ihn in seinem kleinen Besitztum zu stören. Es war eine recht klare Vollmondnacht, und seine Gedanken ließen ihn lange nicht schlafen. Er hörte im Dorfe die Kirchenuhr schlagen, und endlich verkündigten ihm 12 Schläge, dass Mitternacht herangekommen sei. Jetzt nahm er sich aber ernstlich vor, einzuschlafen, wandte sich auf seinem Lager herum und wollte die Augen schließen, als er im Zimmer ein leises Räuspern und Husten hörte. Er riss die Augen weit auf, und wer beschreibt sein Erstaunen, als er neben sich ein kleines Männchen erblickte, das kaum eine Spanne lang war. Es war mit einem zimtfarbenen Röckchen, kurzen Höschen und schwarzen Strümpfen mit Schuhen bekleidet, auf denen silberne Schnallen befestigt waren,
die aber gegen die ganze Figur so groß erschienen, dass er kaum begreifen konnte, wie sie das kleine Wesen zu tragen vermochte. Anfänglich glaubte der Weber, er träume, und rieb sich ganz bestürzt die Augen. Er besann sich auf dies und jenes, fand aber, dass er vollkommen wach sei. Das kleine Männchen indessen spazierte im Zimmer hin und her, besah sich die neuen hölzernen Tische, sprang mit einem Satz an die Fenster hinan und klopfte mit einem kleinen Stöckchen, das es in der Hand trug, mit zufriedenem Lächeln an die neuen blanken Fensterscheiben. Auch die Reinlichkeit des Bodens und die frischen weißen Wände schienen ihm zu gefallen, denn es wiegte zufrieden sein kleines Haupt und gab durch allerhand murmelnde Töne sein Wohlgefallen zu erkennen. Der Weber, der dies alles mit Verwunderung angesehen hatte, richtete sich jetzt von seinem Lager in die Höhe und wollte durch ein bemerkbares Räuspern und Husten dem kleinen Manne ebenfalls seine Gegenwart kundtun. Doch dieser ließ sich anfänglich gar nicht stören, sondern winkte ihm nur mit der Hand, als wolle er ihm sagen, »Gleich, gleich«, und setzte seine Untersuchung fort. Endlich aber schien er alles genau besichtigt zu haben, schwang sich mit einem Satz auf den Tisch, der neben des Webers Bett stand, und setzte sich da auf einem großen Laib Schwarzbrot zurecht, von dem er von Zeit zu Zeit ein Bröckchen in den Mund steckte. Nachdem sich sowohl der Weber als auch das Wichtelmännchen eine Zeit lang stillschweigend angesehen, sagte das Männchen mit seiner krähenden Stimme, indem es vom Sitze aus nochmals seinen Blick in dem Zimmer herumgleiten ließ. »Wir freuen uns sehr, mein lieber Freund, einen Mietsmann erhalten zu haben, der unsere Sachen so ordentlich instand gesetzt hat. Wenn du auch sonst die Bedingungen, die wir als die Eigentümer dieses Hauses von dir mit Recht fordern können, zu unserer Zufriedenheit erfüllst, so werden wir hoffentlich wohl miteinander fortleben können.« Der Weber, dem es nicht eingefallen war, hier in dem früher so verfallenen Zwergennest noch eine Miete zu bezahlen, horchte auf, war aber zu klug, um es nicht mit diesen Wesen zu verderben, und erkundigte sich bescheiden nach den Bedingungen seines neuen sonderbaren Mietsherrn. Der Zwerg erzählte ihm mit kurzen Worten die Geschichte des Schäfers, dessen unvernünftige Herde sein ganzes Volk aufs Schwerste bedrängt und belästigt hatte, und setzte hinzu, dass bei des Schäfers Vertreibung aus diesem Hause das Zwergenvolk keine Bosheit gegen das Menschengeschlecht habe ausüben wollen, sondern es sei ihnen nur darum zu tun gewesen, Ruhe zu bekommen. Konrad, der durch die freundliche Anrede des Männleins und durch den gutmütigen Ausdruck auf dem Gesicht desselben sich von seiner anfänglichen Bestürzung erholt hatte, sagte zu ihm, wie sehr er sich freue, unvermutet eine so vornehme Bekanntschaft zu machen, und er hoffe, dass ihm die Mietsbedingungen so gestellt würden, dass er darauf eingehen könne. Freilich, Geld oder Wertgegenstände, Silber oder Gold sei bei ihm nicht zu finden. Der Zwerg brach sich ein ziemliches Stück Brot ab und erwiderte ihm lächelnd: »Die unnützen Artikel, die du uns nennst, sind es nicht, welche uns erfreuen oder nützen können. Mit Gold und Edelsteinen sind wir genugsam versehen und deswegen in euren Augen ein reiches Volk. Doch fehlt uns manches, was wir nur durch die Hilfe guter und fleißiger Menschen erwerben können. Wir haben dich seit deiner Kindheit nicht aus den Augen gelassen und mit Vergnügen gesehen, dass dein Herz sich von Trug und Arglist frei erhalten hat, und dies ist mit ein Grund, warum wir uns deiner Besitznahme unseres Eigentums, des kleinen Hauses hier, nicht widersetzt haben. Wir Zwerge wissen auch die menschlichen Tugenden zu schätzen und halten uns lieber in der Nähe frommer und fleißiger Menschen auf,
als bei solchen, denen diese Eigenschaften fehlen, zu denen, beiläufig gesagt, auch der Schäfer, der früher hier wohnte, gehörte. Bleibe deshalb fleißig, wie du bis jetzt gewesen, arbeite still für dich, und es soll dir an unserem Beifall und unserer Hilfe nicht fehlen. Jetzt aber höre auf unsere Mietbedingungen, die darin bestehen, dass du uns jeden Monat einmal in der Nacht, wenn der Mond voll am Himmel steht, deine Gerätschaften und selbst deinen Webstuhl zu unserem Gebrauche überlässt. Sei in solchen Stunden nicht vorwitzig, sondern begib dich in deine Kammer, und wir wollen schon dafür sorgen, dass dich alsdann ein tiefer Schlaf überfällt, der dich daran hindert, das Geräusch unserer Arbeit zu hören. Bei den letzten Worten wurde das Gesicht des Zwerges ernster, und er schloss seine Rede, indem er sagte: Merke dir ja, dass du nicht vorwitzig sein sollst, unserer Arbeit zuzusehen, und merke dir auch dabei, dass nur, solange dein Herz frei von den gewöhnlichen Lastern der Menschen ist, wir in solchen Stunden imstande sind, dich in Schlaf zu versenken, dass es aber nicht in unserer Macht liegt, Gedanken an böse Taten, die du vollbracht, zu beseitigen oder dich von Gewissensbissen zu befreien. Der Weber hatte dies alles ruhig mit angehört und sich freuend, so wohlfeile Mietsbedingungen erhalten zu haben, schlug er vergnügt in die dargebotene Hand des Zwerges ein, mit dem Versprechen, das seinige beitragen zu wollen, damit die Arbeit der Zwerge nie gestört würde. Nach diesem abgeschlossenen Bündnis sprang das Männchen an dem Brot herunter, lächelte den jungen Mann noch einmal freundlich an und verschwand. Der Weber legte sich auf die andere Seite und schlief bis zum hellen Morgen. Am anderen Tag war sein erster Gang in die Stadt, um sich dort Arbeit zu suchen. Und da war es auch schon, als ob ihn ein guter Geist begleitete, denn gleich bei dem ersten Kaufmann, wo er anfragte, wurde ihm eine gute Aufnahme zuteil. Nachdem ihn der Werkmeister desselben gehörig geprüft und dadurch ersehen, dass der junge Mann wirklich in der Weberei gut erfahren sei, ließ er seinen Namen in das große Buch eintragen, wog ihm Seide und Baumwolle zu, die er mitnehmen durfte, um einen schönen Stoff daraus zu fertigen. Zu Hause angekommen, machte sich der Weber gleich mit allem Fleiß an das Geschäft, und es war ihm noch nie die Arbeit so schnell von der Hand gegangen, so dass er sich selbst darüber wundern musste. All die kleinen Unfälle, die sonst dem geschicktesten Meister begegnen, kamen bei ihm höchst selten vor. Es rissen ihm selten die Fäden in der Kette, und die vielen Schnüre an seinem Webstuhl verwickelten sich nie ineinander. Wenn der Mond abends am Himmel wieder sichtbar wurde und die weiße Sichel so stand, dass man mit der linken Hand hineingreifen konnte, so war der Mond im Wachsen, und es ging auf die Nacht zu, wo Konrad den Zwergen durch Überlassung seines Webstuhls den Mietzins zu entrichten hatte. Zu diesen Zeitpunkten wusste er es immer so einzurichten, dass seine Arbeit für den Kaufmann in der Stadt beendigt war. Und er bemühte sich alsdann, den leeren Webstuhl in schönste Ordnung zu bringen, damit die kleinen Männer sich in keiner Weise über ihn zu beklagen hätten. In der Nacht, da der Mond voll wurde, legte er sich in sein Fenster und sah hinaus in die Gegend, wo die blauen Nebel langsam aufstiegen, hörte, wie die Heimchen im Grase sangen, und schaute dem allen vergnügt so lange zu, bis der Himmel in der Gegend der Zwergenburg anfing, heller und heller zu werden, und der Mond langsam aufstieg. Dann begab er sich auf sein Lager, und da ihn keine bösen Gedanken quälten, so entschlief er bald. Zuweilen glaubte er beim Einschlafen ein sonderbares Summen und Treiben zu hören, doch da er von Natur aus nicht vorwitzig war,
kümmerte er sich nicht darum und fiel bald in einen festen Schlaf. Als er nach einer solchen Nacht zum ersten Mal am Morgen aufstand und an seinen Webstuhl trat, sah er deutlich, dass die Zwerge in der Nacht gearbeitet hatten. Denn hie und da zwischen den Schnüren und an dem Holz hing ein kleines Flöckchen Seide von wunderbarer Farbe und ein Goldfaden blitzte ihm von dem Boden entgegen. Am Weberbaum, auf den die fertigen Stoffe aufgewickelt werden, bemerkte er einen schmalen Streifen Zeug, den die Zwerge beim Abschneiden hatten hängen lassen. Von so wundervoller Zeichnung und Farbe, wie er früher nie etwas Ähnliches gesehen. Er nahm dasselbe herunter, untersuchte es genau, und als er das nächste Mal in die Stadt kam, bat er sich von dem Werkmeister des Kaufmanns Seide in ähnlicher Farbe aus und schickte sich dann zu Hause an, die Arbeit der Zwerge nachzumachen. Wenn ihm dies auch nicht vollkommen gelang, so brachte er doch einen so schönen Stoff zu Wege, wie der Werkmeister noch nie gesehen und der ihm mit teurem Geld bezahlt wurde. Durch die letzte Arbeit wurde man in der Fabrik des Kaufmanns auf den jungen Weber aufmerksamer, und der arme Weber, der, wie wir früher gehört haben, von seiner Kindheit an nie recht beachtet, noch weniger ausgezeichnet worden war, fühlte sich durch das Benehmen des Werkmeisters und der jungen Kaufleute außerordentlich geschmeichelt. Diese zogen ihn abends mit in ihre Gesellschaften, auch wenn er sich anfangs in diesen Kreisen, wo viel Bier und Wein getrunken wurde und wo sich die Unterhaltung nicht gerade um gesittete Themen drehte, nicht heimisch fühlte. Bisher hatte Konrad mit dem, was er durch seine Arbeit verdiente, sehr gut leben können, ohne dass er sich gerade hatte bei derselben zu sehr anstrengen müssen. Doch da bei diesen nächtlichen Schmausen und Trinkgelagen der Stadt sein Geld unbegreiflich schnell verschwand, so sah er sich bald gezwungen, noch einige Stunden hinzuzufügen, um seinen Verdienst zu erhöhen. Zuweilen, wenn er so spät in der Nacht nach Hause kam, fiel es ihm ein, dass er bei seinem jetzigen Leben nicht ganz auf dem rechten Wege sei. Und wenn er alsdann durch die Ruinen der Zwergenburg zu seiner Wohnung hinabstieg, so kam es ihm hie und da vor, als sehe er seinen kleinen Mietsherrn drunten auf einem Stein sitzen und ziemlich betrübt den Kopf gegen ihn schütteln. Doch überredete er sich leicht, er habe nicht recht gesehen und wollte in seinem Herzen nicht begreifen, weshalb der Zwerg nicht mit ihm zufrieden sein könne, denn so oft der Mond sich füllte, brachte er nach wie vor seinen Webstuhl in Ordnung. Er hatte es noch nie gewagt, eine solche Nacht außer Hause zuzubringen, was aber hauptsächlich wohl daher kam, weil er begierig war, gleich am anderen Morgen das schmale Streifchen Zeug von dem Weberbaum zu nehmen, das ihm die Zwerge regelmäßig übrig ließen. Doch einstmals schnitt er am Abend vor einer Vollmondnacht seine fertige Arbeit von dem Webstuhl herunter und brachte sie in die Stadt, wo dieselbe alsbald in Empfang genommen wurde und seine Bekannten ihn nicht eher losließen, bis der Mond hoch oben am Himmel stand. Beim Nachhausegehen wurde ihm doch bange ums Herz, dass er seinen Mietsmann vernachlässigt, indem er ihm den Weberstuhl nicht gehörig in Ordnung gebracht und die Nacht außer Hause geblieben sei. Jetzt schnell nach Hause zu eilen, um die Zwerge dann bei ihrer vollen Arbeit zu sehen, war ihm auch keine Lösung. So hatte er doch zu viel Angst vor den kleinen Wesen und wollte sein gegebenes Wort, sie nicht zu belauschen, nicht brechen. Da es auch gerade Sommer war, so verbrachte er den Rest der lauwarmen Nacht unter einer alten Tanne, wo er sich in das Moos streckte und bald einschlief. Als er am anderen Morgen erwachte, eilte er mit schnellen Schritten und nicht geringem Herzklopfen seiner Wohnung zu, weil er fürchtete,
Die Zwerge möchten sich für diese Vernachlässigung auf irgendeine Art an ihm gerecht haben. Er öffnete die Tür seines Häuschens und horchte zuerst, ob er nichts Ungewöhnliches vernahm. Aber da war alles in der alten Ordnung. Die hölzerne Uhr, die über seinem Bett hing, tickte ruhig, und sein Hänfling, den er in einem kleinen Bauer vor dem Fenster hängen hatte, sang dem anbrechenden Morgen lustig entgegen. Er eilte rasch zu seinem Webstuhl und fand auch hier nichts Außergewöhnliches. Wie immer sah er an den kleinen Fleckchen Seide und Goldfaden, die umherlagen, dass die Zwerge gearbeitet hatten. Nur fand er diesmal die Zeichnung an dem kleinen Stückchen Zeug von den früheren ganz verändert. Sonst hatten die Farben nebeneinander so freundlich, so lustig ausgesehen und standen in gutem Einklang schön nebeneinander, so dass es einem beim Ansehen derselben zumute war, als höre man eine schöne Melodie. Heute hatte die Zeichnung und Farbe des zurückgebliebenen Stoffes etwas Unbehagliches, ja, Unheimliches. Dunkelrot und Schwarz verschwammen ineinander, und dazwischen waren kleine Silberfäden wie leuchtende Blitze, so dass es dem Weber beim Anblick des Stoffes recht schwer ums Herz wurde, weil er seine guten Mietsherren schlecht behandelte und überhaupt ein Leben führe, wie es nicht für ihn passe und vor welchem ihn der Zwerg so sehr gewarnt hatte. Leider hatte ihn das böse Spiel der jungen Leute in der Stadt schon so verdorben, dass er der leisen Stimme seines Gewissens nicht achtete und sich gleich damit beschäftigte, den neuen Stoff nachzumachen, dessen sonderbare wilde Zeichnung in Kürze seinem leichtfertigen Sinne besser behagte als die frühere. Den Herren sowie dem Werkmeister in der Stadt gefiel das neue Stück Arbeit ausnehmend gut. Letzterer war aber ein schlauer Fuchs, der es schon lange nicht begreifen konnte, dass so ein einfältiger Mensch wie der Weber all diese schönen Muster selbst erdacht und ausgeführt habe. Wenn es ihm auch nicht in den Sinn kam, dass es das stille Volk der Zwerge sei, deren Arbeit der Weber nachbildete, so glaubte er dagegen, dass Konrad von seinen Reisen eine Menge Muster und sonderbarer Stoffe mitgebracht habe, die er jetzt absichtlich erst nach und nach zum Vorschein brächte, um mehr Geld damit zu verdienen. Schon oftmals hatte der Werkmeister beim Glas Wein das Gespräch auf die Muster gebracht. Aber die natürliche Klugheit des Webers war ihm stets verständig ausgewichen und hatte nichts verraten. Dennoch ließ der Werkmeister nicht ab, in ihn zu dringen, und brachte es nach und nach durch seine Schlauheit so weit, dass ihm der Weber sein ganzes Geheimnis mitteilte. Er brachte auch bei seinem nächsten Besuch etwas von der Arbeit der Zwerge mit, über deren Schönheit die Sachverständigen die Hände vor Verwunderung über dem Kopf zusammenschlugen. Das Einzige, was er glücklicherweise verschwiegen hatte, war der Ort und die Zeit, wo die Zwerge ihre nächtliche Arbeit abhielten, indem er fürchtete, dass man sie da belauschen könnte und ihm alsdann seinen ganzen Verdienst für immer zerstören würde. Der Werkmeister hatte die Quelle, woher der Weber seine Muster erhielt, einigen guten Freunden preisgegeben, und diese hatten es anderen nicht verschwiegen, weshalb Konrad bald in ein solches Gerede kam, dass seine bisherigen Freunde gezwungen waren oder gezwungen schienen, den Umgang mit ihm aufzuheben. Er aber hatte sich so an lustige Gesellschaft gewöhnt, dass er sich andere Kumpanen aussuchte, mit denen er die Nächte verjubelte. Und wenn das früher bei einem Glas Wein oder Bier geschehen war, so sank er in kurzer Zeit so tief herab, dass er jetzt fast nie ohne einen tüchtigen Branntweinrausch nach Hause zurückging. Was ihm der Zwerg bei Abschließung des Mietsvertrages mit ernster, betrübter Miene gesagt hatte, ging nun allmählich in Erfüllung. Schon oft
hatte er sich bei Vollmondnächten, wenn die Zwerge bei ihm arbeiteten, unruhig auf dem Lager hin und her gewälzt. Er war auch dann und wann erwacht, um ein verworrenes Summen und leises Tönen im Zimmer nebenan zu vernehmen, das ihm seine fünf Sinne auf eine zauberhafte Art zu verwirren schien. Er gelangte in diesen Augenblicken nie zu einem klaren Bewusstsein und versank unter heftigen Schmerzen und brennendem Fieber wieder in einen unruhigen Schlaf. Da sich seine Lebensart auch nicht besserte, sondern er mit jedem Tag ausschweifender wurde, so kamen diese Pausen im Schlaf noch häufiger vor, und er wälzte sich oft stundenlang unruhig auf seinem Lager herum, wenn nebenan die Zwerge in voller Arbeit waren. Bis hierher hatte er noch immer die Vorschrift seines Mietsmannes respektiert und weder seinen Augen noch Ohren erlaubt, sich genauer um das Treiben des stillen Volkes zu kümmern. Doch allmählich vergaß er ihre Ermahnungen, und wenn er auch den Vorsatz, die Zwerge zu belauschen, anfangs wieder verwarf, so richtete er sich doch in einer dieser Nächte auf seinem Lager empor, um wenigstens so viel er konnte von der Arbeit der Zwerge zu erlauschen. Da hörte er deutlich den Webstuhl arbeiten, das Schiffchen schoss mit außerordentlicher Geschwindigkeit hin und her und die Spulräder liefen, als würden sie vom Wirbelwind herumgeweht. Beinahe schon hatte er die Klinke der Tür gefasst, um seine Mietsleute zu überraschen, als der bessere Teil seines Herzens ihn noch einmal davon zurückhielt. Er riss sich mit Gewalt von der Türe fort und warf sich wieder auf sein Lager. Am anderen Morgen eilte er zu seinem Webstuhl und suchte überall herum nach dem Stückchen Zeug, das die Zwerge ihm bisher gelassen hatten. Er suchte vergebens, da war nichts mehr zu finden. Auch der Webstuhl, der sich immer in der besten Ordnung befand, war nicht mehr wie früher. Die Schnüre und Latten waren durcheinander geworfen, kurz, all das zeigte dem Weber an, dass sich die Gesinnung seines Mietsherrn gegen ihn geändert und er sich nicht mehr dessen mächtigen Schutzes zu erfreuen habe. Auch in der Stadt bei dem Werkmeister fand er zu seinem großen Schrecken, dass man nicht mehr so gegen ihn gesinnt sei wie früher. Denn als er diesmal mit leeren Händen kam und selbst nicht einmal das Muster eines neuen Stoffes mitbringen konnte, wie er durch die Hilfe der Zwerge sonst immer getan, empfing man ihn mit kurzen, groben Worten und sagte ihm, dass man mit seiner Lebensweise und seiner Arbeit gar nicht mehr zufrieden sei. Aus besonderer Gunst, wie der Werkmeister sagte, gab ihm dieser noch einmal eine Partie Seide zu einem letzten Versuch und bedeutete ihm, wenn er hieraus keine gute und sorgfältige Arbeit liefere, müsse man ihn aus der Fabrik entlassen. Konrad ging unter mannigfaltigen, sonderbaren Gedanken nach Hause, wobei ihm auch zuweilen mit einem sehr unbehaglichen Gefühl die Erinnerung früherer Tage ankam, in denen er doch ein ganz anderes Leben geführt. Doch war es nicht diese Erinnerung, die ihn heute gegen seine sonstige Gewohnheit nüchtern nach Hause trieb. Vielmehr hatte er lange in seinen Taschen nachgesucht, ob er nicht noch einige Münzen fände, um wenigstens im Wirtshaus einen kleinen Anfang machen zu können. Aber vergeblich. Seine Taschen waren ganz leer, und er wagte es auch nicht noch einmal, um einen Vorschuss zu bitten, wie er es schon oft getan. Zu Hause machte er sich daran, den Webstuhl in Ordnung zu bringen. Dann bemühte er sich, die erhaltene Seide aufs Beste aufzuspannen, um wieder ein gutes Stück Arbeit zu liefern. Es war nicht die Lust zu arbeiten, die ihn hierzu antrieb, sondern vielmehr die Begierde, Geld zu erhalten, um seine Ausschweifungen fortsetzen zu können. So verging der Monat, und er hatte gerade vor der Nacht, in welcher die Zwerge wieder erscheinen sollten, seinen Stoff fertig gemacht
und glaubte, dass ihm derselbe sehr gut gelungen sei. Als er ihn so betrachtete und dabei ausrechnete, wie wenig Geld er doch für die mühevolle Arbeit erhalten würde, kam ihm ein Gedanke, den er anfänglich zwar hastig unterdrückte, der aber bald darauf noch heftiger in ihm rege wurde. Er dachte zum ersten Mal in seinem Leben, wie es wohl zu machen wäre, seinen Herrn zu betrügen, indem er von dem ihm anvertrauten Zeug ein paar Ellen herunterschnitt, um sie zu seinem eigenen Nutzen zu verkaufen, um mehr Geld zu bekommen, als der armselige Weberlohn betrüge. Anfänglich sträubte sich sein besseres Gefühl dagegen. Kurz nach einigem Bedenken nahm er seine Schere und schnitt für sich ein ziemliches Stück von dem Stoff herunter. Da es für heute zu spät war, in die Stadt zu gehen, so wickelte er das übrige Zeug zusammen und warf sich mit starkem Herzklopfen auf sein Lager. Er versuchte zu schlafen, aber das wollte ihm heute gar nicht gelingen, denn er hörte seine Uhr Stunde um Stunde schlagen, ohne dass es ihm möglich gewesen wäre, die Augen zu schließen. Jetzt wurde es draußen hell und der Mond begann aufzusteigen. Zu gleicher Zeit rauschte es um das Zwergennest, als zögen unzählige Bienenschwärme in der Luft herum. Es trippelte und summte, und er vernahm das alles so deutlich wie noch nie. Schon war das stille Volk in seine Stube gezogen, denn er hörte, wie es an dem Webstuhl beschäftigt war und wie die Spulräder liefen. Auch vernahm er dabei einen seltsamen Gesang, der, obwohl sehr einförmig klingend, doch eine wundervolle Melodie hatte, die ihm mit Gewalt die Augen zu schließen schien. Doch wenn er diesem Drange folgen und sich zum Schlafe anschicken wollte, so kam ihm plötzlich der Diebstahl in den Sinn, den er heute Abend begannen, und sein Herz klopfte ihm bei diesem Gedanken immer stärker und stärker. So lag er ungefähr eine Stunde und wälzte sich schlaflos auf seinem Lager. Mitunter kam ihm der Gedanke, aufzustehen und das Treiben der Zwerge zu beobachten. Doch lange kämpfte er gegen diesen Vorwitz an, richtete sich bald in die Höhe, legte sich dann wieder hin, verdeckte sich jetzt die Ohren, um nichts zu hören, und lauschte alsdann wieder umso sorgfältiger. Kurz, ihm war, als zogen ihn unsichtbare Gewalten auf seinem Lager hin und her. Dann richtete er sich wieder in die Höhe, erhob sich und stand an der Tür, um die Zwerge in ihrer vollen Arbeit zu überraschen. Er widerstand der Versuchung nicht länger. Ein Druck, die Tür flog auf, und anstatt etwas zu sehen, stürzte der Weber, von einem furchtbaren Schlag getroffen, besinnungslos auf den Boden. Als er wieder erwachte, rieb er sich anfänglich die Augen und wusste nicht, wie ihm geschehen. Er starrte um sich und sah, dass er zwar in seiner Hütte lag, deren Wände aber nicht mehr ganz und rein aussahen. Hier und da zeigten sich Spalten, durch welche der Morgenwind hineindrang, der mit den Nesseln und dem Gesträuch spielte, das aus dem mit Schutt bedeckten Boden hervorwucherte. Konrad, auf dessen Kopf eine Betäubung lag, richtete sich mühsam auf und konnte sich kaum daran erinnern, was er gestern Abend getan und im Sinn gehabt hatte. Neben ihm lagen die Stücke eines zerbrochenen Webstuhls und vor ihm der eingewickelte Stoff. Erst als er das Stück sah, welches er von demselben heruntergeschnitten hatte, fiel ihm der ganze Verlauf des gestrigen Tages und der gestrigen Nacht ein, und er erkannte zu seinem Schrecken, auf welche Weise er sich vergangen habe. Jetzt kam ihm zum ersten Mal der Gedanke wieder recht lebhaft, wie schlecht er gehandelt und was für ein Mensch er geworden sei. Er fasste den festen Vorsatz, ein besseres Leben anzufangen.
Er nahm das fertige Seidenzeug nebst dem Stück, das er heruntergeschnitten, in der Absicht, beides seinem Herrn auszuhändigen, wo er alsdann seinen Fehler eingestehen und aufs Feierlichste geloben wolle, sich ernstlich zu bessern. Von diesem guten Gedanken innerlich erbaut, verließ er das zerstörte Zwergennest, indem er sich fest vornahm, nicht mehr dahin zurückzukehren, da er den armen kleinen Männern ungerechterweise die größte Schuld an dem Zustande beimaß, in dem er sich jetzt befand. Als er so heraus aus seiner Hütte in die frische Morgenluft trat, war es ihm, als sei ein finsterer Bann von ihm gewichen, und er schämte sich ernstlich seines schlechten Lebenswandels, wie er ihn bisher geführt. Zum ersten Mal nach langer Zeit besuchte er das Grab seiner Eltern, und nachdem er sich hier noch einmal Besserung gelobt, wandelte er getrost der Stadt zu. Schon hatte er dieselbe fast erreicht, als er sich am Wege niedersetzte, sein Päckchen öffnete, um den darin befindlichen Seidenstoff noch einmal genau anzusehen und schön zu ordnen. Doch wer beschreibt seinen Schrecken, als er das Papier auseinandertat und das Päckchen mit schwarzem Staub und Schutt gefüllt sah? Verzweifelnd schlug er sich vor die Stirn und wälzte sich im Grase herum, mit allen Verwünschungen und Schimpfworten, die ihm gerade in den Sinn kamen, gedachte er der Zwerge, die er als die alleinige Ursache seines Unglücks ansah. Bald sprang er auf, bald warf er sich wieder nieder, dann erhob er sich und lief stundenlang zwischen den Tälern und Felsen umher, besah 100-mal das Papier, das er in der Hand hielt, aber aus dem Staube wollte kein Seidenzeug werden. Darauf klagte er aufs Neue dem ganzen Weltall sein Elend und seine Not. Dazwischen glaubte er zuweilen ein heiseres Lachen zu vernehmen, was seinen Zorn noch vermehrte. Doch wenn er sich dorthin wandte, von woher das Geräusch zu kommen schien, hörte er nichts mehr. So lief und tobte er umher, bis der Abend kam, und warf sich dann erschöpft am Fuße einiger Felsblöcke nieder. Laut weinend erklärte er sich hier als den unglücklichsten der Menschen, dem gerade in dem Augenblick, wo er sich ernstliche Besserung vorgenommen, alle Mittel hierzu abgeschnitten seien. Doch bald übermannte ihn ein verzweifelnder Trotz, der zuweilen den Unglücklichen überkommt, und er sprach laut zu sich selbst: »Wohlan denn! Gott weiß, dass ich mich habe bessern wollen und ein besseres Leben anfangen. Aber er hat den bußfertigen Sünder nicht annehmen wollen und mir alles nehmen lassen, wodurch ich mir hätte wieder emporhelfen können. Jetzt mag mit mir geschehen, was da will. Und wer mich will, der hat mich.« Kaum hatte er diese Worte ausgesprochen, so hörte er über seinem Haupte ein Geräusch und sah auf der Spitze eines Steines neben sich eine kleine, sonderbare Gestalt sitzen. Anfänglich glaubte er, es sei sein Mietsherr, und wollte erschreckt aufspringen, um davonzulaufen. Doch ein genauerer Blick belehrte ihn, dass die Gestalt des vor ihm sitzenden Wesens eine ganz andere und verschieden von der der Zwerge sei. Sie war nur 2 Fuß hoch und hatte einen dicken, unförmlichen Kopf mit einem tückischen, bösartigen Gesicht, aus dem besonders die roten Augen recht unheimlich hervorleuchteten. Die Kleidung bestand in einem großen, schwarzen, ledernen Wams und eben solchen Hosen. An einem Fuße trug sie große Reitstiefel, den anderen hatte sie auf dem Schoß liegen, um ihn mit der Hand einzureiben und geschmeidig zu machen. Der kleine Mann räusperte sich und sagte zu dem Weber, der ängstlich aufhorchte: »Ja, ja, mein Lieber, wenn euch das ernst ist, was ihr eben versichertet, dass ihr euch jedem gern verdingen wollt, so findet ihr keinen besseren Herrn als mich. Wollt ihr bei mir in Dienste treten?« Der Weber
dem es ziemlich unheimlich wurde und der jetzt erst einsah, dass er soeben lästerliche Worte gesprochen, wollte anfänglich davonlaufen. Doch da fiel ihm schon beim ersten Schritt seine hilflose Lage und sein ganzes Unglück wieder ein. Und er dachte, er könne sich doch anhören, was der kleine Geselle im Schilde führte. Er wandte sich wieder um und fragte: »Was wollt ihr von mir?« Der Kleine drehte seinen Stiefel eifrig in der Hand herum, grinste dazu und entgegnete: »Lieber Freund, ich lese in euren Gedanken, dass ihr am Ende glaubt, ich sei der Böse gar selbst, doch tut ihr mir damit zu viel Ehre an. Ich bin ein viel geringeres Wesen und gehöre den Geschöpfen an, die ihr Menschen mit dem Namen Kobolde belegt. Ich habe auch nicht im Mindesten Absicht auf eure Seele, denn ich wüsste mit einem solchen Ding nichts anzufangen. Allein ihr könntet mir diese Nacht einen Dienst erweisen, wenn ihr wollt. Und außer dem Lohn, den ich dafür in klingendem Golde bezahle, räche ich euch überdies an euren Feinden, die zugleich die meinigen sind. An jenen kleinen erbärmlichen Wesen nämlich, die euch mit ihren sonderbaren Bedingungen um alles gebracht haben.« Als der Weber auf diese Art sah, dass seinem Seelenheil keine Gefahr drohte, so war ihm diese Aussicht sehr erwünscht, und er erklärte sich deshalb bereit, dem Kobold zu dienen. Dieser zog nun grinsend und lachend seinen Stiefel wieder an, nahm hierauf einen kleinen Becher aus seinem Wams und ließ den Weber einen herzhaften Schluck tun. Dann befahl er demselben, zu einem benachbarten Teich zu gehen und dort zwei starke Halme Schwindelhaber zu holen. Konrad machte sich sogleich dahin auf den Weg, während der Kobold seinen anderen Stiefel auszog und ihn ebenfalls zu reiben begann. Unten am Wasser suchte sich der Weber zwei kräftige Halme mit langen Büscheln aus und brachte dieselben dem Kobold, der sich sehr zufrieden damit zeigte und seinen Stiefel alsdann wieder anzog. »Höre mich nun an«, sprach derselbe, »obgleich du nur mein Diener bist und ich es eigentlich nicht nötig habe, dir zu sagen, warum ich dieses oder jenes tue, so will ich dir doch mit kurzen Worten erzählen, was ich heute Nacht auszuführen gedenke.« Hier rieb sich der Kobold vergnügt die Hände und grinste bedeutend dazu. »Die Zwerge, denen du in den Vollmondnächten deine Wohnung einräumtest, sind mit dem sehr geachteten und ehrenhaften Stamm der Kobolde in beständigem Hader und Zwist. Die Stoffe und Gewänder, die sie bei dir anfertigten, waren zu den Kleidern einer Hochzeit bestimmt, die heute Nacht unter ihnen stattfinden wird und die ich zu stören gedenke. Hättest du die kleinen Männer gestern Nacht in ihrer Arbeit nicht gestört, so wären sie mit ihren Webereien gänzlich fertig geworden, wodurch es mir unmöglich gewesen wäre, ihnen einen Schaden zuzufügen. So aber kann ich mich in ihr Gelage stehlen und die schöne Braut, der ich lange meine Liebe zugewandt habe, für mich entführen.« Wenn dem Weber auch bei dieser Erzählung anfänglich der Gedanke kam, dass er doch sehr unrecht an seinem alten Mietsherrn handele, so fiel ihm dagegen sein ganzes Unglück wieder ein und er freute sich, Rache nehmen zu können. Der Kobold erhob sich jetzt und befahl dem Weber, die beiden Halme von der Erde aufzuheben, steckte einen davon zwischen seine Beine und gebot seinem Diener, ebenso zu tun. Dann schnalzte er mit der Zunge und schlug mit seinen Beinen, wie es der Reiter macht, wenn er ein Ross antreiben will. Wer vermag es, das Erstaunen Konrads zu beschreiben, als er fühlte, wie der Halm zwischen seinen Beinen in die Breite und Länge wachsend zu einem vollkommenen Pferde wurde, das über Gräben und Hecken setzend in Windeseile mit ihm und dem Kobold davonflog. Doch beim Aufsitzen hatte er nicht genau Acht gegeben
und die Haberkörner in die Hand genommen, wodurch er jetzt verkehrt auf dem Pferde saß und statt dem Zaum den Schwanz in der Hand hielt, an dem er sich zum großen Ergötzen des Kobolds krampfhaft festklammerte. So ritten sie durch die Nacht dahin, durch dichte Wälder, über öde Heiden, dann jähe Felsenhänge herunter und durch schäumende Flüsse. Der Weber wunderte sich über nichts so sehr, als dass er von seinem Gaul nicht herabfiel. Er fühlte keine Stöße und kein Rütteln wie bei gewöhnlichen Pferden, denn das Zauberpferd strich nur so über dem Boden dahin, ohne mit den Füßen aufzutreten. Endlich schienen sie den Ort ihrer Bestimmung erreicht zu haben, denn sie waren in einem Tal von seltsam geformten Felsen angekommen, wo der Kobold plötzlich sein Pferd anhielt und sich herabpurzeln ließ. Das Tier schrumpfte hierauf augenblicklich wieder ein und wurde wieder zu einem Haferhalm. Der Weber, dem ein wenig schwindelig geworden, fühlte sich auf einmal mit einem gewaltigen Ruck auf die Erde gesetzt, und als er sich nach seinem Rosse umsah, war es ebenfalls verschwunden. Er sah nur einen geknickten Haferhalm zu seinen Füßen liegen. »Wir sind an der richtigen Stelle«, sprach der Kobold, »und wenn du dich jetzt klug benimmst, so ist in kurzer Zeit die hübsche kleine Braut mein, und dein Lohn soll nicht gering sein. Nur folge genau meinen Worten. Fasse meinen Gürtel und lass ihn nicht los, bis wir mit dem schönen Elfenkind wieder im Freien sind. Vor allem aber merke dir und behalte es wohl im Gedächtnis, dass du kein Wort sprechen darfst, mag auch geschehen, was da will.« Der Weber versprach, diese leichte Bedingung zu erfüllen und fasste den Gürtel des Kobolds, der nun auf einen der größten Felsen losging und geschickt durch eine schmale Spalte schlüpfte, die sich da vorfand. Hier hielt der Weber einen Augenblick inne, denn es wollte ihm doch nicht möglich erscheinen, dass er mit seinem Körper durch eine solch enge Ritze schlüpfen könne. Doch da er sich schämte, den Kobold zu verlassen und letzterer des Webers anhalten bemerkte, so gab er sich einen kleinen Ruck und beide waren in dem Felsen. Der Weber konnte nicht widerstehen, an seinem Leibe herunterzufassen, denn er glaubte, dass er bei diesem Durchschlüpfen wenigstens so dünn wie ein Kartenblatt geworden sei. Doch dem war nicht so. Er befand sich mit seinem Herrn in einer großen Steinhalle, die mit 1000 Lichtern auf das prächtigste verziert war. Eine Menge Zwerge liefen geschäftig hin und her und trugen in ihren Händen goldene und silberne Gefäße, denen ein so ausgezeichneter Duft entströmte, dass dem armen Weber, der seit dem frühen Morgen keinen Bissen gegessen, ganz wehe wurde. Anfänglich hatte er große Furcht, als ihn der Kobold so zwischen den Zwergen hindurchführte. Denn wenn er auch wohl wusste, dass sie beide für das Auge dieser Wesen unsichtbar seien, so fürchtete er dennoch, von ihnen bemerkt zu werden und schloss deshalb seine Augen fest zu, wie es der Vogel Strauß macht, wenn er von seinen Feinden nicht gesehen sein will. Plötzlich aber drang eine liebliche Musik in seine Ohren, und durch seine fest zusammengeschlossenen Augenlider zuckte der feine Strahl eines glänzenden Lichtes, so dass er unwillkürlich genötigt war, mit weit offenen Augen um sich zu schauen. Da sah er denn, dass er sich mitten im Hochzeitssaal der Zwerge befand, die in langer bunter Reihe an einer Tafel saßen und sich freuten und jubilierten. Oben auf einer Erhöhung saßen die Musikanten, allerlei seltsame, prächtige Gerätschaften in den Händen haltend, und machten eine Musik so lieblich und das Herz berührend, wie der Weber nie etwas Ähnliches gehört. Trotzdem, dass der Saal für die Größe der Zwerge sehr hoch war, so musste er gebückt stehen, und wenn er in einer Ecke des Gemachs stand, so reichte sein Kopf doch bis über die Tafel der Zwerge,
an deren oberen Ende der Bräutigam und die Braut saßen. Doch wie ward ihm, als er in dem lustigen Hochzeitsanzug seinen Mietsherrn erkannte und als er ferner sah, dass sowohl diese wie die anderen Zwerge in Stoffe gekleidet waren, die sie auf seinem Webstuhl gefertigt hatten. Der Bräutigam schien außerordentlich vergnügt und koste freundlich mit der Braut, die ein so allerliebstes, niedliches Geschöpf war, dass der Weber schon von Herzen bedauerte, seinem neuen Herrn das Versprechen gegeben zu haben, dieselbe für ihn zu rauben. Der Kobold war oben an die Decke des Saals geklettert und hatte sich an des Webers Kopf in der Nähe eines Kronleuchters festgeklammert. Jetzt kletterte er dem Ohr Konrads noch etwas näher und sagte ihm grinsend vor Freude: »Du siehst, dass der Augenblick sehr günstig ist. Fasse mit deiner Hand langsam hinunter, nimm mit einem kecken Griff die kleine Braut fort und setze sie hier oben neben mich, dass sie den Augen der anderen ebenso unsichtbar wird wie wir. Alsdann wollen wir im Tumulte, der hierdurch entsteht, unbemerkt entwischen. Hörst du? Strecke deine Hand hinunter, jetzt gleich.« Plötzlich aber ward es dem armen Weber recht traurig ums Herz und es fiel ihm ein, dass es doch eigentlich unrecht wäre, wenn er so schlechte Rache an seinem Mietsherrn nähme, der ihm doch, im Grunde gesehen, nicht eher etwas zuleide getan habe, als bis er ihn durch Nachlässigkeiten und Schlechtigkeiten auf das Bitterste gekränkt. Er wollte dem Kobold bescheidene Gegenvorschläge machen, doch dieser ließ ihn nicht zu Worte kommen, summte wie eine Wespe und sagte ihm mit boshafter Stimme: »Höre, du darfst nicht mucksen, denn du bist mein Diener. Strecke augenblicklich die Hand aus und hole die Kleine herauf. Sonst verlasse ich dich und wehe dir, wenn die Zwerge dich hier sehen.« Zitternd ob dieser Drohung streckte Konrad die Hand hinab. Aber sein besseres Gefühl siegte wieder, denn er brachte sie abermals leer herauf. »Was machst du?« summte ihm der Kobold in die Ohren. »Ach Herr«, entgegnete ihm der Weber, »mich hat es plötzlich in meiner Nase gekitzelt, und da habe ich gefürchtet, ich müsste laut niesen.« »Höre du«, sagte der Kleine, »mach mir keine Ausreden und geh an dein Geschäft.« Abermals streckte der Weber die Hand hinab und wollte die arme kleine Braut ergreifen. Doch da glaubte er, es zucke ihm so seltsam im Arm, dass er wieder leer mit der Hand herausfuhr. Jetzt biss ihn der Kobold ein wenig ins Ohr und brummte zornig, dass es klang, als fliege um seinen Kopf ein ganzer Schwarm Hornissen. »Du, was soll das? Warum bringst du die Braut nicht herauf?« »Ach, verzeiht, Herr«, entgegnete ihm der Weber, »es ist mir von dem Dampf der Speisen da unten so heiß geworden, dass mir ein Schweißtropfen die Nase herabgelaufen ist, den ich erst abwischen muss, denn er könnte sonst auf den Tisch fallen und uns verraten.« Dies war wenigstens keine Lüge, nur dass es nicht der Dampf der Speisen, sondern die innere Angst war, die ihm Schweißtropfen auf die Stirn trieb. Zum dritten Mal streckte der Weber jetzt die Hand hinab, und sein innerer Kampf, ob er den Raub begehen solle oder nicht, war so groß, dass sich seine Finger krampfhaft öffneten und schlossen. Schon würde er die Braut gefasst haben, wenn ihr nicht der Bräutigam gerade in diesem Augenblick einen Blumenstrauß geboten hätte, den sie lächelnd an Brust und Gesicht drückte. In der Todesangst, in der sich Konrad befand, suchte er alle Mittel und Ausflüchte, um seine grausame Handlung wenigstens für einige Augenblicke zu verschieben. Jetzt wollte er zugreifen, als die Braut bei dem Geruch der Blumen heftig anfing zu niesen und der Weber, das Gebot des Kobolds vergessend,
in seiner innerlichen Angst laut die Worte hervorrief: »Gott segne euch!« Da krachte und blitzte es gewaltig in dem Felsen. Die Zwerge und ihre Tafel wurden dunkler und dunkler und verschwanden endlich ganz. Und der Kobold an seinem Ohr summte ihm in höchster Wut zu: »So hältst du dein Versprechen, du schlechter menschlicher Lump!« Und darauf trat er ihm mit einer seiner schweren Stiefel so heftig ins Genick, dass der arme Konrad besinnungslos aufs Gesicht fiel und eine Zeit lang so liegen blieb. Als er wieder erwachte, fühlte er sich wie an allen Gliedern zerschlagen, und es dauerte lange, bis er sich der vorhergehenden Stunden erinnern konnte. Er rieb sich die Augen und wollte aufstehen, um langsam davonzuschleichen, als er zu seinem größten Erstaunen und Schrecken neben sich seinen Mietsherrn stehen sah, der zu ihm sprach: »Fürchte dich nicht vor mir, denn ich bin nicht gekommen, dir ferner Übles zuzufügen. Das, was wir dir getan, geschah mit vollem Recht, denn du wirst dich erinnern, wie du die festgesetzten Bedingungen unseres Mietsvertrages gebrochen hast und was du überhaupt für ein schlechter und unordentlicher Mensch in der letzten Zeit geworden bist. Doch alles sei vergessen und vergeben. Da du in der vergangenen Nacht mir und meiner geliebten Gemahlin einen unbezahlbaren Dienst erwiesen hast, so will ich dir wieder helfen, damit du ein ordentlicher, glücklicher Mensch wirst. Zwar Gold und Kostbarkeiten kann ich dir zu deinem eigenen Besten nicht geben, denn mir ist wohl bekannt, dass diese Sachen selten zum Glück beitragen, sondern im Gegenteil, dass durch dieselben fast immer Unglück und Elend in mannigfacher Gestalt über euch Menschen kommt. Doch kehre zu deinem Hause zurück und fange wieder wie früher an zu arbeiten. Wir bedürfen deiner nicht mehr und werden deshalb nicht wiederkommen, deine Neugierde auf die Probe zu stellen. Ich hoffe, du wirst klug geworden sein und nicht wieder in dein altes Leben zurückfallen. Wenn ich dir auch keine sichtbaren Beweise meiner Dankbarkeit einhändige, so wirst du dich doch überzeugen, dass wir dir unsichtbar mit Rat und Tat beistehen.« Hierauf verschwand der Zwerg, und als der Weber beim ersten Strahl des Tages, der über die Berge glänzte, um sich schaute, sah er, dass er sich nicht weit von der Zwergenburg befand. Rasch eilte er in sein Häuschen zu, und da er an die Zerstörung dachte, in der er es gestern verlassen, so wunderte er sich umso mehr, dass er heute davon nicht das Geringste bemerkte. Die Tür war verschlossen. Er hörte drinnen die Uhr ticken und den Hänfling singen. Ebenso fand er seinen Webstuhl in bester Ordnung, den Stoff, von dem er gestern ein Stück abgeschnitten, unversehrt daneben liegend, und obendrein sah er, dass derselbe von so wundervoller, schöner Arbeit war, wie er früher nie etwas gesehen. Er trug ihn in die Stadt. Aber ihm waren die Orte seiner früheren Ausschweifungen so verhaßt, dass er nach abgemachtem Geschäft sogleich davonlief, als brenne es hinter ihm. Wenn er sich auch durch seine schönen Arbeiten bald wieder das ganze Wohlwollen der Kaufleute erwarb, und sie ihm in kurzer Zeit freundlicher als je entgegenkamen, so vermied er doch von jetzt an umso sorgfältiger ihre Gesellschaften, arbeitete still und unermüdlich für sich zu Hause. Er sah aber deutlich, dass ihm die Zwerge halfen, auch wenn er sie nicht sehen konnte, und wurde bald ein wohlhabender Mann. Später baute er sich ein stattliches Haus, aber ohne das Zwergennest einzureißen, das noch nach langen, langen Jahren dastand. Und erst allmählich, wie der Glaube an die Zwerge und Elfen, unterging und verschwand.